besuchen wir mal die Teestube ihrer Mama und da treffen wir auch den Studenten an. Das Blümchen ihrer Oma können sie gerne mitnehmen. Gut. Die Beamten bezweifeln, dass die Mutter den Engelstrompetentee bewusst getrunken und sich dann hinters Steuer gesetzt hat. Sie vermuten, dass eine weitere Person der Ladenbesitzerin schaden will. Deshalb nehmen sie jetzt den Laden samt Personal unter die Lupe. Hallo, was geht bei dir? Hi. Ja, hast du es noch nicht gehört, Mama, oder was? Nee, ich bin heute eingeteilt zum Arbeiten. Alles ganz entspannt, verdachte ich jetzt so. Was ist denn mit los, Nicole? Ja, Mama hat heute Morgen kompletten Aussetzer gehabt. Was? Wie? Das ist aber überhaupt nicht ihre Art. Also ich meine, was geht denn da ab? Ich weiß auch nicht, was mit dir los war. Die war kaum wiederzuerkennen. Also die war... Okay, ist irgendwas passiert? Geht's ihr gut? Ist sie im Krankenhaus? Die hat einen Unfall gebaut und jetzt liegt sie im Krankenhaus. Hast du schon was von der gehört? Ja, also im Moment ist sie noch nicht ganz ansprechbar. Aber was? Ja, ich hoffe mal das Beste, ne? Also wir warten jetzt drauf, dass sie sich meldet und alles. Das ist der Jan, der hier arbeitet. Ja, genau. Ich bin für die Aushilfe. Hier auch alles Mögliche. Kaffee, Tee, alles. Wenn Sie Bock haben, können Sie mal... Nein, Quatsch. Das ist eine alte Apotheke hier, ne? Ja, schön, klar. Aber schick. Hier mit den ganzen alten Sachen hat halt die Chefin auch immer drauf Wert gelegt. Ich hoffe, der geht's bald besser, der Nicole. So können Sie sich ein bisschen hier rumgucken auch. Ja, okay. Was sind Sie denn überhaupt? Ja, von der Kripo Duisburg. Genau. Mein Name ist Steffens, das ist mein Kollege, okay. Greiner. Ja, gar kein Problem. Ja, hier sind die Regale außer Verkaufstheke. Ja, wer ist er denn? Ich komme die Tage noch mal. Ja, okay. Ganz entspannt, Robin. Wer ist er? Bekannter? Nee, ist gerade ein Kunde gewesen. Bleiben Sie mal hier. Zwei, drei Fragen haben wir noch an Sie. Bleiben Sie hier. Was ist mit Ihnen los? Warum gehen Sie? Ist doch alles gut. Sind ja klatschnass geschwätzt. Was ist mit Ihnen los? Bleiben Sie locker. Was ist los mit Ihnen? Zeig. Hey, Leute, ist doch... Da brauchen wir auch nicht anfassen. Was ist das denn? Wenn Drogen konsumiert worden sind, dann reagiert der Körper natürlich darauf. Unter anderem dadurch, dass die Bewegungen fahrig werden, insgesamt langsamer werden, Schweißausbrüche, kalter Schweiß, geweitete Pupillen, gerötete Pupillen, eine lallende Aussprache oder eine vollkommene Desorientierung. Das sind so Hauptmerkmale, die für uns anzeigen, da könnten Drogen im Spiel sein. Was ist mit dem Jan, los? Ja, ich weiß es nicht. Jetzt. Der kommt in den Laden, ich habe mit dem darüber geredet, der wollte ein bisschen Tee haben. Ich habe, ja, über Teesorten vielleicht. Vielleicht auch nicht. Nein, auf jeden Fall über Teesorten. So. Und Robin ist ein guter Kunde. Ich mache halt auch Werbung für die Sache, wo ich arbeite. Ich bin Aushilfe und dem Laden läuft es jetzt nicht immer so gut. Sorry, Wiebke. Also, und jeder Kunde kann uns halt gut tun. Ja, aber das geht hier nicht gut. Ja. Ist alles super. Ja, ist okay. Ihr kommt hier rein und macht Robin, wir haben mal einen Arzt bestellt. Nein, wir sollen mal einfach über dich gucken. Ich brauch doch keinen Arzt. Was hast du genommen? Sag mal. Gar nichts, Mann. Was geraucht? Ich hab doch auch keinen Arzt. Was hast du genommen, Robin? Leute, ich hab gar nichts genommen. Ist alles total super. Klitschnass geschwitzt. Junge. Ja, kann ich sagen. Und vom Joggen kommen Sie nicht, da glaube ich nicht. Und wenn ich mir Ihre Augen anschaue... Ja, die sind doch immer... Der Arzt kommt gleich, bleiben Sie mal sitzen. Arzt jetzt oder? Wie oft ist er hier? Richtig viel Radau. 32,16 hart. Hätte ich nicht gedacht. Die Ermittler gehen davon aus, dass der junge Mann ebenfalls Engelstrompete konsumiert hat, was schnell zu tödlichen Vergiftungen führen kann. Auch deshalb soll der Täter schnell überführt werden. Haben Sie hier eigentlich eine Inventurliste? Ich würde mich gerne mal ein bisschen hier umgucken. Also irgendwas ist hier komisch. Also wie gesagt, hier ist der Verkauf. Hast du gesehen, ne? Hier sind die Sorten. So. Ein Blick sagt mehr als 1000 Worte. Ah. Ach nee, hier ist nur das, was wir halt normal führen. Das ist die Speisen, die wir noch anbieten. So. Ja. Also wie gesagt, Sie können sich hier umgucken. Hier ist der Hauptverkaufsraum. Dann können Sie noch, hier ist das Café an sich. Geht so. Sekunde, wir sind gleich bei Ihnen. Ja, hier bin ich. Ja. Die haben Sie aber, haben Sie die unterschrieben und ausgefüllt oder nur unterschrieben? Die Inventurliste so. Also die ist ja immer irgendeiner Gegenzeichnung. Also entweder Nicole schreibt die auf, die Sachen, die wir reinbekommen haben, oder ich. Wir hatten ja den Verdacht, dass hier in diesem Teeladen diese Jasmin-Extra-Blumlich-Mischung ihren Ursprung hatte und dass unser Student der Ursprung eigentlich ist. Wir haben nämlich hier auf dem handgeschriebenen Etikett ein sehr markantes J. Wir hatten insgeheim gehofft, da irgendwie was als Gegenstück zu finden. Und siehe da, wir haben ja eine Inventarliste, die ist auch ausgefüllt, auch mit mehreren Js, wobei dieses hier wohl von der Inhaberin stammen musste. Aber eindeutig von Herrn Senske stammend ist dieses J. Und das ist nahezu deckungsgleich mit dem J auf dem Etikett. Und ist das sind doch Sie, ne? Ja. Und das hat wer geschrieben?
Ja, das ist, also hier ist das von mir und die zweiten letzten das Anträge sind von Nicole. Nicole, ja, das auch. Unterschrieben habe ich. Jetzt okay, sagen Sie mal, gibt es ja auch Sonderwünsche, wenn Leute irgendwie eine Mixtur haben wollen, dass sie da verschiedene Tees machen? Nee, Tees, also nur die Nicole hat halt dann Marmeladen und ja, irgendwie Butterbrotaufstriche und so ein Kram. Zeigen Sie mir mal, was Sie da hinten haben. Hier ist auf jeden Fall das Kaffee. Der Student ahnt offenbar nicht, dass die Kriminologen ihm dicht auf den Fersen sind. Um sicherzugehen, dass er auch wirklich für den Verkauf des halluzinogenen Tees verantwortlich ist, brauchen die Kommissare allerdings weitere Beweise. Frank Steffens hat ein Versteck entdeckt. Was mich wundert ist, das ist nur eine Box. Was haben Sie denn hier? Kabelbox oder was? Das ist so schön versteckt hier oben in der Ecke. Das ist das Einzige. Ansonsten, boah, keine Ahnung, da sind viele Sachen leer. Wahrscheinlich die, die bestellt werden müssen. Kann vielleicht sonst, aber ja. Oh, was ist das denn? Blüten zum Essen? Ich weiß nicht. Verkaufen Sie hier Blumen? Mal? Nein. Ja. Das sind die berühmten Engelstrompeten, mein Lieber. Hör ich zum ersten Mal. Und wie kommen die hier rein? Sind die hier gewachsen? Doch nicht. Das ist ja nicht mein Laden. Ich arbeite ja nur hier auf 450 Euro. Ja, wie kommen die Engelstrompeten hier hin? Ich weiß es nicht, Wiebke. Ich weiß es nicht. Obwohl der Student versucht, die Schuld auf seine Chefin zu schieben, lassen die Beamten sich nicht beirren. Mit gezielten Fragen wird der Druck erhöht. Sie wollten Leute in den Rausch bringen, oder? Nein! So Typen wie den Kleinen hier, oder? Okay, der Kleine, ne? Das war auch so ein Kunde davon, oder? Der Kleine war Kunde bei mir. Bleib und ich werde jetzt rauspacken. Also alles, ich... Bleib hier! Locker! Ich hab's verstanden. Was soll das? Runter! Wo wollten Sie hin? Vorsichtig. Es tut mir leid. Ja, das ist jetzt fast zu spät. Haben Sie den Mist doch verkauft, ne? Ja. Das war anscheinend. Ja, habe ich Sekunde. Sonst, ich meine, ich habe ein Fest. Sie wollen das war niemals. Das war niemals für die Nicole bestimmt. Ich mache mir doch auch Sorgen um die, Mann. Sie wissen schon, dass ich weiß auch gar nicht, wie die da rangekommen ist. Soll ich Ihnen mal was sagen? Die geht nie nach oben. Aha, Sie haben die da hingetan, ganz alleine, da weiß auch keiner was von, ne? Nein, keiner. Gibst du mal kurz frei? Ja. Der Herr Senske versuchte zu flüchten und im weiteren Fortgang hat er also alle Taten auch sofort gestanden. Wir hatten noch nicht mal eine Möglichkeit der Belehrung einfach. Er hat alles zugegeben und er hat also diese Engelstrompeten mit dem Tee vermischt, um also sich einen finanziellen Vorteil zu verschaffen an irgendwelche Leute. So auch wohl, dass die Mutter den Tee konsumiert hatte, die dann im Krankenhaus lag. Ja, er hat hier ganz klar, sage ich mal, eine Giftmischerei betrieben und das geht unter Umständen über die gefährliche Körperverletzung hinaus. Ich will mich jetzt gar nicht mehr groß einmischen, aber ich habe gerade einen Anruf von meiner Mama bekommen, die ist ansprechbar. Ich fahre sofort jetzt ins Krankenhaus. Ist das ja, wir fahren auch jetzt aber nicht ins Krankenhaus. Wir fahren zur Wache mit ihm. Pass auf, hast du? Ja. Hör mal, wir müssen gleich noch welche holen. Ja, Bescheid, bis Nicole geht. Das geht mich gar nichts mehr. Du bist schuld daran. Komm mal ein bisschen runter. Hier. So. Der Student weiß, dass der Besitz von Engelstrompeten nicht strafbar ist. Doch durch den Handel mit der Pflanze hat er gegen das Arzneimittelgesetz verstoßen. Um zu erfahren, wie und warum die Chefin in Besitz des Spezialtees gekommen ist, sollen die Kolleginnen Hanna Held und Lisa Stein die Ladenbesitzerin im Krankenhaus befragen. Dabei zeigt sich, dass der Fall längst nicht abgeschlossen ist. Hallo. Hallo, dürfen wir mal reinkommen? Hallo? Ich habe die Beamten mitgebracht, die wollen ein paar Fragen stellen. Hallo. Hallo. Hi. Wie geht's? Guten Tag. Guten Tag. Geht's schon? Ich habe dir deine Tasche mitgebracht mit deinem. Hallo. Hallo, Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Ja, Sie mir auch. Heute Morgen, ne? Ja. Was war denn? Wir sind hier hinterhergefahren mit dem Streifenwagen. Da sind Sie erst vor uns im PKW mit Schlangenlinien gefahren. Als wir im Krankenhaus ankamen und wieder Kontakt zu der Unfallfahrerin aufnahmen, haben wir gemerkt, dass sie schon deutlich von ihrem Rausch abgebaut hat. Sie war aber noch stark verwirrt und hatte auch große Erinnerungslücken. Wir hatten ja den Tee sichergestellt. Sie hatten ja Tee zu ihrer Mutter bringen wollen. Ja, genau. Und dann hatten sie auch Tee getrunken. Und, ja. Haben Sie die Untersuchungsergebnisse? Genau, gucken Sie mal. Das ist dann im Prinzip die Engelstrompete. Haben Sie die... Mama, immer das selber mitbringen. Haben Sie so eine Pflanzen im Haus Ach, oder Quatsch. So? Das habe ich. Engelstrompeten kenne ich doch. Ich weiß doch, dass die giftig sind. Ja. Okay. Nein, sowas haben wir bei uns in der Teestube nicht. Die Sache ist ja jetzt, da Sie quasi unter Betäubungsmittel im Straßenverkehr ein Auto geführt haben, hat Ihnen der Arzt auch gerade eine Blutprobe entnommen, als Sie nicht bei Bewusstsein waren. Wir müssen eine Anzeige gegen Sie schreiben. Verkehrsunfallanzeige mit Personenschaden. Ne? Ich kann doch gar nichts dazu. Das wird sich dann nachher klären, ne? Ob inwieweit Sie das vielleicht untergemischt bekommen haben. Aber erstmal müssen wir da was zu schreiben. Ist ja auch vielleicht B- und Entlassen. Hallo, Frau Messerschmidt. Hallo.
Ihre Laborergebnisse sind da. Die würde ich gerne mal mit Ihnen besprechen. Ist das wohl möglich, dass Sie mich einmal mit nach draußen begleiten? Ja. Die Polizistinnen rechnen damit, dass im Blut der Patientin Rückstände des Wirkstoffs der Engelstrompete gefunden wurden. Da die Ärztin der Schweigepflicht unterliegt, sind sie beim Gespräch jedoch nicht dabei. Hallo, und? Möchten Sie uns sagen, was da rauskam? Oder? Was denn jetzt? Guck mal. Hallo? Der wurde überfallen. Die wurde überfallen. Was hat er gemacht? Okay, keine Ahnung. Geh mal hinterher. Lass mal stehen, hinter! Stehen bleiben, Polizei! Stehen bleiben! Was hat er gemacht? Irgendwas geklaut hat auf alle. Guck mal, das Portemonnaie. Lassen Sie mal die Tüte los. Was soll da? Sie hat verletzt am Boden gelegen. Was? In dem Zimmer. Sie haben eben die Frau überfallen. Damit habe ich nichts zu tun. Ja, die ist vermutlich nicht alleine auf dem Boden gelandet. Fragen Sie sie doch. Die Dame, die da noch als auf dem Zimmer... Ja, die war eben auf dem Boden. Und guck mal, das ist wieder dieses Buch. Das ist langsam komisch. Was ja immer. Ja. Haben Sie was in der Tasche, was uns verletzen könnte? Ich will nichts sagen. Die Ermittlerinnen haben Verstärkung angefordert und bei der Leitstelle eine Personenabfrage gestartet. Der Mann scheint gezielt ein Buch und die Brieftasche der Teestubenbesitzerin geklaut zu haben, was die Beamtinnen misstrauisch macht. Ja, 1123 hört. Ja, ist auffällig, BTM wurde zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt. Der haben wir mit. Okay, der hat jetzt auch mit BTM was zu tun. Das ist für mich auch der typische BTMer. Das passt jetzt zu dir. Ja, er passt, ja. Bei der weiteren Durchsuchung finden die Beamten bei dem Mann ein Fläschchen mit flüssigen Drogen und wahrscheinlich Kokain. Puzzleteile, die sich allerdings erst später zusammenfügen. Die Befragung der Bettnachbarin soll Hinweise zum Täter bringen. Der Typ, der kam rein und stoppt auch die Tasche zu. Und da ist doch klar, dass ich die Tasche von der Nicole verteidige. Also wir schreiben dazu auch eine Anzeige. Ja, ich habe mal eine Frage. War das so, dass der erst die Tasche genommen hat und sie dann geschlagen hat? Oder hat er sie erst geschlagen und dann die Tasche genommen? Nee, er ist sofort zur Tasche reingestürmt. Also im Besitz der Beute zu bleiben, hat er sie geschlagen? Ja, ich weiß auch nicht mehr. Irgendwie. Der Diebstahl im Krankenzimmer scheint zunächst in keinem Zusammenhang mit der Rauschfahrt der Teeladenbesitzerin zu stehen. Dafür gibt es kurz darauf eine andere schockierende Neuigkeit in dem Fall. Wir konnten ja die Information nicht aufnehmen, weil dies unterliegt ja der ärztlichen Schweigepflicht. Und Sie können uns das natürlich sagen, müssen uns aber nicht. Aber es wäre natürlich für die Auflösung vom Sachverhalt recht wichtig. Mir ist es wichtig, weil ich bin jetzt echt total am Boden. Ich kann das nicht verstehen, aber man hat mir gerade mitgeteilt, dass es anscheinend nicht allein die Engelstrompete war, sondern man hat in meinem Blut LSD gefunden. LSD. Und das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin keine Drogensüchtige. Ich nehme keine Drogen. Es ist alles okay. Haben Sie irgendwas Ungewöhnliches heute getrunken oder hat Ihnen irgendeiner mal jetzt heute ein Getränk angeboten? Haben Sie irgendwo eine Zigarette getrunken? Ich habe den Tee getrunken. Das nur war den Tee? Nur den Tee, nichts anderes. Mhm. Also Engelstrompete war auch mit im Blut, aber eben halt auch... Und dieser Typ, der hier gerade war, der hat irgendwie Ihre Sachen geklaut. Warum der jetzt dieses Buch dabei hatte, kann ich mir nicht erklären. Verstehst du das? Das Kinderbuch hatte meine Mutter mir immer raus vorgelesen. Mein Bruder und mir damals. Und das habe ich immer dabei, weil ich so tolle Erinnerungen an meine Kindheit habe und ich verstehe es nicht. Was will er mit so einem Kinderbuch? Verstehe ich auch nicht. Vor allem ist das ja auch schwieriger zu transportieren und auffälliger als mal eben ein Portemonnaie.